Ist Harry Potter reich oder sieht das nur so aus? Das und vieles mehr in diesem Video. Der kleine Harry ist nicht etwa arm. Ganz im Gegenteil, er ist sogar ziemlich vermögend für sein Alter. Wie kann er sonst den ganzen Servierwagen leer kaufen und mit Ron komplett essen? Doch wie kam dieser Wohlstand zustande? Ganz einfach. Im ersten Teil von Harry Potter sehen wir Harry, Hagrid, die Zaubererbank Gringotts und Harrys Bankschließfach besuchen, indem sie vor einem Haufen Geld stehen. Hagrid verrät ihm dort, dass Harrys Eltern ihm dies hinterließen, um für ihn zu sorgen. Jetzt wissen wir das, aber wie kam das Geld eigentlich zu den Eltern, beziehungsweise wie haben die Eltern das verdient oder erhalten? Diese Geschichte geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Dort gucken wir auf den Gründer der Potter-Familie. Sein Name war Linfred of Stitchcomb. Er war sehr pflanzenbezogen und als Heiler bekannt, das heißt, er stellte Tränke her, die Leuten bei bestimmten Sachen helfen konnten und natürlich auch bei Krankheiten und so weiter halfen, also eine mobile Apotheke für jeden, der einen Heiltrank benötigt. Der Verkauf von Tränken für die Heilung brachte ihm ein solides Vermögen ein und jedem seiner Kinder ein gutes Vermögen zu hinterlassen, das heißt, er verkaufte Tränke viele Jahre lang, die für Heilung bekannt waren und hinterließ so jedem seiner Kinder ein solides Vermögen. Es war jedoch nicht genug Geld für die Potters. Doch das änderte sich, als Fleamond Potter an das Geld kam. Dieser war nämlich der stolze Erfinder von Sleekys Hair Potion. Dieser wilde Mix konnte das krausigste Haar normalisieren und wieder glatt machen. Seine Erfindung war so beliebt in der Zaubererwelt, dass Fleamond Potter das Vermögen der Potters vervierfachen konnte und sie schnell zu noch mehr Wohlstand brachte. Sleekys Hair Potion wurde übrigens in der ganzen Zaubererwelt verwendet und immer noch bis heute. Fleamond verkaufte das Unternehmen und starb in einem hohen Alter. Sein Erbe ging an James Potter über und das geschah alles vor Harrys Geburt. Jetzt, um aber mal wirklich auf die Zahlen zu gucken, wir alle sind gespannt, wie viel Harry Potter wirklich an Vermögen hat. Legt man den Wechselkurs von Pfund zu Euro zugrunde, entspricht eine Galeone aktuell 6,55 Euro. Damit verfügt Harry Potter schätzungsweise über ein Barvermögen von umgerechnet 332.000 Euro. Dazu kommen noch andere Vermögenswerte, wie in etwa ein Haus, was er von Sirius Black geerbt hat. Man muss sagen, dass Harry nie wirklich arrogant und protzig aufgetreten ist und immer bodenständig mit seinem Geld blieb. Er spendete sogar viel, zum Beispiel an Leute wie Fred und George Weasley, um ihnen die Eröffnung ihres eigenen Scherzartikelladens zu ermöglichen. Das war's auch mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es das hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und natürlich ein Abo. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.